Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Hier sind wir wieder, Tag 19, Freitag im Herbst hier. Ja, so langsam geht der Herbst auch zu Ende. Wir haben hier noch ein Ausrufezeichen, Lieferung haben wir da noch. Ein bisschen Gold. Warum steht jetzt ein Tag? Ne? Amethyst, ja, aber wir haben ja eh keine Verbrauch hier an Zeit. Deswegen... So, das mit den Rüben, das wird irgendwann mal noch, aber ja, mal schauen. So, dann mal hier in den Wetterbericht gucken. Willkommen bei Kozo, deine Lebensquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Also Neuigkeiten sehe ich nie oder so. Aber ja, morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. So, und da war Sager. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Ja, sehr schön. Das können wir immer gern hören. Oh, wir haben schon wieder mal eine Nachricht. Shane. Hey. Oh Mann. Wie sage ich das? Ja, nur raus. Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Das war peinlich. Okay. Du hast einen ernsthaften Weckruf gebraucht. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber wobei mir das untere Auge fällt, ich nehme mal das hier. Ja, ich auch. Ja, und jetzt, wie geht's dir so? Ich werde einen Therapeuten besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Sehr gut. Du musst was machen an dem Ganzen hier. Das kann nicht so weitergehen. Jedenfalls, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Das höre ich gern, Shane. Das ist gut so. Ich will niemanden zur Last fallen. Ja, aber wenn du ein Problem hast, kannst du gern zu mir kommen. Also kein Thema. Ich helfe gerne. So. Ja, tschüss, Shane. Also. Ja, ciao. Okay. Gut. Dann. So. Ja, dann gehen wir heute erstmal gleich in den Stall rein und tun die Viecher mal durchknütteln hier. Sieht ganz in Ordnung aus. Ja, gut, ihr konntet leider gestern nicht raus. Bertie, ja, die ist neu, die Ente. Es könnte aber auch ein Erbel sein, ne? Man weiß es ja nicht. Alle läuft. Ja, gut, jetzt haben die natürlich das Zeug gefressen, weil. Ja, sie konnten. Ja, genau. Im Haus angeln ist immer sehr gut. So, das legen wir hier. Ein goldenes Ei sogar. Bock, bock. Ja, ich muss mal hier... Ja, ich schieb dich mal vor mich her. Ja, ist gut. So. Nicht eingeschnappt sein, aber... Ja. So. Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft, es läuft. What is love? La, 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 la. Nee, Blödsinn. Kam mir gerade mal wieder so blöd in den Sinn. Und die vibrieren immer noch, die Ableiter, ja. So, da ist nichts Neues drin. So, dann könnt ihr raus. Man kann ja hier nochmal gucken, wenn die rauskommen, ob man da alle hat. Aber man will nicht so lange warten hier. So. Gutski, das passt. Komm, die Eier hau ich gleich wieder hier rein. Großes Ei und so weiter. Da müsste ja eine mega gute Dings rauskommen, dann Qualität dann. So, hier sind wir fertig mit Schmelzen. Mhm, sehr schön. Au, es ist wieder einiges reif. Aber ich möchte erstmal den Apfel jetzt ernten hier. Bevor ich den vergesse hier. Dann hole ich mir die Gießkanne. Nein, ich möchte diesen Apfel nicht essen. So, Gießkanne. So. Jawohl, dann kann ich hier gleich mal was bewässern. Ups. Das war jetzt wieder... Mal Spezial. Sonnenblume. Mais, Mais, Mais. Schmeiß, Reis. So, ich gehe mal hier. So, diesmal nicht. Da habe ich gepflückt und ja, wer da? Danke. Ah, Mann, warum müssen die Viecher jetzt immer im Weg sein? Ich glaube, ich ernte doch lieber erst und dann. Oh, schaut an. Unser Pferdchen ist da. Das ist aber klein. Das ist ein Pony. Genial. Hihihi. Miau. Ja, da kann ich dann aber mal
Horsewistel probieren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da muss ich mich jetzt mal schlau machen. Ich habe nämlich diesen Mod drauf, dass ich das Pferd rufen kann. So, da unten müssen wir noch gießen. Die Kürbisse natürlich. So, und ich habe gedacht, die Gießkanne wäre halt schon leer. Ah, nee, da unten ist wieder ein Feld kaputt. Jetzt ist er auf jeden Fall leer. Ach, das ärgert mich immer so. Klucker. So, da ist ein neuer Baum gewachsen. Das ärgert mich immer wirklich so, wenn die Felder kaputt gehen. Ja, da wollte ich jetzt gießen, ne? So, da können wir das sehr viel Neuanpflanzung machen. So. Einmal Feld. Wieder was anderes in die Hand nehmen, dass hier nichts passiert, wenn wir mal uns verklicken. Weil wir haben ja schon mal was abgerissen. Mit der Spitzhacke. So, mit Schwert kann ja eigentlich gar nichts passieren. Senfkohl. Ist aber noch nicht reif. Das ist auch nicht reif. Nicht reif. Nein, 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 nein. Hä? Doch, hier ist reif. So. Ist hier noch was reif? Hier unten vielleicht? Senfkohl? Nee. Da eine Aubergine ist fertig. Da haben wir, was ist denn das? Eine Haselnuss. Ach so, hat gerade komisch ausgesehen. Sonst ist ja nichts mehr reif. Nee, ne? Ja. Doch, da oben die Kürbisse. Bitte, bitte, lass es goldene sein. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß es nicht. Haben wir hier unten noch die zwei? So, jetzt muss ich nochmal hier umverteilen. Das hier. Ich brauche einen Dünger. Ja, unser Inventar ist übrigens voll gerade. Und hier habe ich vergessen zu gießen. Das hole ich gleich mal nach. Gießkanne bitte. Und hier das eine Stückchen noch und dann düngen wir das gleich. Das war Blödsinn. So, schwupp. So viel Saat haben wir doch jetzt gar nicht mehr übrig. Mensch. Dann hole ich mir mal. Ah, da ist eine neue Tanne gewachsen, aber die wollen wir eher abreißen, habe ich gesagt. Deswegen werde ich da jetzt, glaube ich, keinen Zapfhahn anbringen, weil das hat keinen Wert eigentlich. Wenn ich die eh abreiß. Ja, ich hoffe halt, dass die anderen da recht schnell wachsen, ne? Den Teer hier von Kiefern haben wir eigentlich schon ganz gut. So, warte mal. Das kommt hier rein. Eine Sonnenblumensaat hätte ich zur Verfügung. Senfkohl nehme ich mal raus. Warte mal, die Sonnenblume wächst wie schnell? 8 Tage. 27, doch, das müsste noch hinhauen. Wo pflanze ich denn die Sonnenblume hin? Pü. Hier, so. Ja, die Gießkanne kann ich ablegen. So. Den Senfkohl, den pflanzen wir jetzt mal aus, so viel noch verfügbar ist. Flup, flup. Flup. Ja, Berti. Alfred. So, das war schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So in etwa. Die Artischocke ist noch nicht reif. Ich glaube hier unten, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, wenn jetzt mal ein bisschen Saat übrig bleibt, ist auch nicht schlimm. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Lieber Nachbar, wenn ich mich nicht um die Tiere kümmere, experimentiere ich in der Küche. Weil wir Freunde geworden sind, will ich ein paar Rezepte mit dir teilen. Ich hoffe, dieses wird dir schmecken. Mani. Rhabarberkuchen. Lecker. Noch ein Brief. Legolas, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollen für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Caroline. Auftrag annehmen. Ja, wenn ich keinen hab hier, dann tut mir leid, aber naja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Naja, es sind ja auch eh nur silberne, leider. Mal wieder. So. Schade, schade, Marmelade, ne? Aber so ist es halt nun mal. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie golden sind, aber wir haben ja da unten noch mal ein bisschen vielleicht Glück. Zwei goldene brauchen wir noch, weil ihr wisst, was ich will. Ich möchte das Gemeinschaftscenter ja aufbauen. Da brauchen wir die Sachen eben.
Den Mais hau ich hier mal rein, den Rest hier, die Brombeeren, naja gut, die hau ich dann wieder woanders hin. Die Weintrauben. Kommt, die kommen mal hier raus, die hau ich dann hinten zum Wein produzieren dann. Ja, ich hau so viel, ich weiß. Die Preiselbeeren. Wintergenuss. Den Apfel tue ich hier rein. Die Pilze hätte ich ja auch aufräumen können. Schaschmi. Da können wir da bleiche Suppe machen. Nee, Algensuppe. Dreimal. Jawohl. So, Gutski. So, wie gesagt. Kennst du mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Das Weinzeug kommt hier in die Kiste. Nein. So, Weintrauben. Die anderen habe ich mir einfach mal aufgehoben zu verschenken, weil die sind so viel wert sind. Brombeeren, ja gut, Brombeerenwein, schön und gut, aber ja. Wenn das Fass jetzt nicht schon wieder angefangen hätte, hätte ich es natürlich abgerissen da hinten dran. Aber so können die ja noch ewig rumblubbern, die Fässer. Preiselbeeren. Na komm, Preiselbeerenmarmelade können wir einfach mal machen lassen. Was soll's? Wildpflaume. Könnten wir auch Marmelade von kochen, ne? Oder aber sie gleich verkaufen. Ist immer so ein Hin und Her. So, die Pilze hier rein. Und den Rest tun wir verkaufen. Ja. Die Gioten müssen aufgebrochen werden. So, mal schauen. Kann ich denn jetzt schon reiten? Die Katze ist geliebt. Benedenpferd. Fury. Ja, ist ein toller Name, aber Jolly Chamber könnte man auch nennen. Oder ist es zu? Was? Shonu? Die Sova. Loco. Wona. Kuh. Bumbus. Mucho. Ginchi, Dro, Ro, Feb, Noatumo, was, Visiko, kann ich gar nicht aussprechen, Pella, Tello, Tuto, Shilano, oh, ich hab keine Ahnung, wie ich es nennen soll, Padley, Nati, Report, Tolly, oder wirklich Fury oder Black Beauty. Pritcho, Café, Trane, Nine, was, Forthers, Trani, Wabo, Bruce, ach, ich weiß es nicht, Chicago, Nubi, Prelu, Fene, Senita, Repo, Shaku, Volo, was, Prongo, Fury war schon mal ganz gut. Black Fury oder Red Fury oder Speedy? Cheggy? Flash? Ach komm, Flash. So, ist jetzt noch Flashy. Flup. Galoppi, Galoppi, Galoppi. Sind wir jetzt schnell unterwegs. Ist ja lustig, ey. Mit dem Pferdchen hier. Ah, überall kommen wir nicht durch. Galopp, 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 Galopp. Ja, der Bauer ist jetzt mobil. Das ist geil. Der Pferd hier. Hä? Was ist jetzt los? Der Hund ist ja mal draußen. Guter Junge, Dusty. Du bist der Einzige hier, der mich versteht. Niemand sonst hat Dinge gesehen, wie wir sie erlebt haben. Ah, noch jemand, der Probleme hat. Husch.
Legolas, hast du das gerade gehört? Nicht wirklich, warum? Ja, ich habe alles gehört. Ach komm, wir haben es gehört. Oh, schämt er sich. Ich rede nicht wirklich gern darüber, aber ich werde es dir erklären. Hast du dich je gewundert, warum ich bei meinen Großeltern wohne? Weißt du, mein Vater war kein guter Typ. Naja, er hat alles für mich und meine Mutter ruiniert. Die Hälfte der Zeit war er weg. Und in der anderen Hälfte hat er nur gesoffen und mir vorgeworfen, wie wertlos ich sei und dass ich nie etwas werden würde. Ich glaube, er hat mir übel genommen, dass ich jung bin, verbittert, weil er seine Jugend verschwendet hat und es im Leben zu nichts gebracht hat. Naja, das ist zumindest meine Interpretation. Wer weiß schon, was in seinem Kopf vorging. Eines Tages ist er verschwunden und kurz danach wurde Mutter krank und verstarb. Ich hatte keine andere Wahl, als bei meinen Großeltern einzuziehen. Oh, armer Alex. Du siehst nach jemandem aus, dem ich vertrauen kann. Deswegen erzähle ich dir das, Legolas. Ich will kein Mitleid. Wenn meine Vergangenheit etwas Gutes hatte, dann nur das, dass sie mich stark gemacht hat. Jetzt zeige ich dir mal, was das die für ein gegrillte Steak macht. Ha, schau, wie er sabbert. Er mag Steak wohl genauso sehr wie ich. Oh, ja, da gibt's doch ihm schon. Okay. Wo ist mein Pferd? Ey, aufsteigen wieder. Rapp, 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 rapp. Es ist so lustig. So, okay, jetzt haben wir ja auch noch eine tragische Story gehört. Oh, das ist immer alles so traurig halt, ey. Mensch. Emotional hier, das ganze Spiel. Mist, Luis müsste jetzt hier draußen rumstehen. So. Wir müssen Saatgut kaufen, genau. Es hängt kein Aushang, okay. Servus, Piero. Ich nenne jetzt Piero. So. Ist jetzt 19.000 haben wir. Oh ja, sehr schön. Die Suppe verkaufe ich mal. Aubergine weg, Mais weg, Mais weg. Pflaume weg, Pflaume weg. Haselnuss weg. Pflaume, Haselnuss. Die Brombeere. Ja, komm, weg damit. Jetzt haben wir es eh hier rum. Einen Kürbis behalte ich mal. Sonnenblumen verkaufe ich. So. Wir hätten noch 8 Tage verfügbar. Aber wir möchten eigentlich schon Geld machen. 10 Tage ist auf jeden Fall nichts mehr. 7 Tage Preiselbeeren, wenn sie nicht so teuer wären, wie gesagt. Weizen könnten wir natürlich auch, aber ja, bringt uns nicht so viel. Amaranth, 7 Tage. Amaranth, Amaranth, Amaranth. Am Rand sozusagen. Ach komm. Wir machen mal bis 10 von dem. Preiselbeeren, nee. Süßkartoffeln geht nimmer. Senfkohl. Haben wir auch nochmal 10. So, das reicht eigentlich mal. Auberginen will ich eigentlich nicht, weil so wertvoll sind die jetzt auch nicht. Mais geht nimmer. Kürbis geht ja auch nimmer. So, okay. Dann bin ich fertig für heute wieder. Servus, ich gehe wieder. So, wer wollte denn jetzt hier Kürbis schnitzen. Caroline. Bringe Caroline einen Kürbis. Wo wohnt denn Caroline? Ich weiß es gar nicht. Hayley, Emily? Ach, Emily hat auch eine Quest rum. Ah, der Händler ist wieder da. Wo ist denn jetzt hier die? Wo ist denn die? Ja, genau, wo ist die? Caroline. Ist sie beim Doktor drin? Nö. Bei Pierre? Na doch, da ist dann hier bei Pierre drin.
Servus nochmal, Pia. So, Caroline, ja stimmt doch, die wohnt ja hier. Ja, vergesse ich nicht mehr. So, die zwei hier, Tochter und Mutter. Servus. Oh, der Kürbis, das ist ein gutes Exemplar. Abigail wird so glücklich sein, wenn sie ihn sieht. Danke, Legolas. So, jetzt möchte ich aber 1000 Freundschaftspunkte mehr haben. Es ist ein schöner Tag. Ja, stimmt. An Tagen wie diesen helfe ich Evelyn gerne mit öffentlichen Gärten. Ja, warum bist du nicht draußen? Sie ist richtig für Alter, aber ich bin mir sicher, sie weiß jede Hilfe zu schätzen. Yo. 500 Gold. Okay. Ja, so viel wäre sonst gar nicht wert gewesen. No, und den anderen verkaufe ich jetzt einfach Harvey. Pierre meine ich natürlich. Oder Piero. Wie gesagt. So. Ich habe hier noch was. So, bitteschön. Den Brombeer. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob der Wein auch für das Gemeinschaftscenter gilt. So, mein Pferd grast hier. Dann gehen wir schnell weiter, bevor es hier alles wegfrisst. Trupp, 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 trupp. Komme ich hier rein mit Pferd? Nö, muss ich absteigen, klar. So. Wo brauche ich nochmal Wein? Das war am Bulletin Board, genau. Am grünen Brett. Ha, ha, ha. War ein Scherz. Verzauberer. Wein. Hier. Yes, das geht. Ich kann den billigen Wein hier reinpacken. So, und den teuren kann ich behalten. Ja gut, das hat mir nicht so viel gebracht jetzt mehr hier. Da brauchen wir immer noch diese Nautilus-Muschel, die wir nicht haben. Das ist wieder ganz was anderes. Nautilus-Fossil. Den blöden Rotkohl brauchen wir noch. Mensch. Was brauchen wir sonst noch? Ja, und die Folgenzeit, die ist schon wieder so weit fortgeschritten. Es ist 11 Uhr am Tag hier. Mensch, wieso kriege ich alleweil nur so volle Folgen hier zusammen? Ich meine, ich spiele Spiele wirklich gern, aber ich möchte euch halt nicht so arg lange Folgen präsentieren, auch wieder nicht. Ich habe mir das eigentlich ja geholt, damals hier diesen Zeitmod, damit man hier ein bisschen mehr Zeit vom Tag hat. Plus allerweil werden die Folgen doch immer sehr lang. Sehr steuerlastig war es halt auch in letzter Zeit. Das ist auch gut. So, 2 Sterne sind unser, ja. Schwupp. Mit 20.000. Da könnten wir den Geflügelstall erweitern. Ja, ihr seht, ich plane schon wieder weiter, ne? Ja, also ich habe nie viel Geld. Das habe ich immer so schnell auf dem Kopf hier. Das kannst du gar nicht so schnell sehen, wie ich das mache. So, schwupp. Hallöchen. Ja, servus. So, was kann ich für dich tun? Hofgebäude errichten. Hühnerstall, nein. Stall, nein. Brunnen, nein. Silo, nein. Mühle, die hätten wir gern. Haben aber nicht. Schuppen, Schleimstall, nein. Luxushühnerstall. 500 Holz, 200 Stein, das merken wir uns mal. 500 Holz, 200 Stein. Trop, 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 trop. Ja, ich kann das Pferd, glaube ich, noch customizen. Ich bin sicher, nee. Customizen kann ich es nicht, weil ich den Mod, glaube ich, doch nicht installiert habe. Ich hatte es irgendwie vor, aber ich muss nochmal nachgucken. Sag mal, reiter hier langsamer, weil sich da die Galoppart irgendwie ändert. So. Dann gehen wir mal hier, wenn der hier da ist, der Händler. Servus. Übrigens, ein Pferd ist auch ganz gut. Ein Schweindall hier, naja, gut. Schwupp. So, jetzt hat er Eisenzahn, will ich nicht kaufen. Segel, wow, bist du eine wahnsinnig. Kohlsalat, nee. Ziegenmilch. 1125. Oh. Ja, wir haben schon lange keine Entenfeder mehr bekommen. Komischerweise. Ahornriegel. Ahornriegel, irgendwer wollte das. Batterie 1500, ganz klar. Orangefarbener Bürohocker. Sammlervogel, solche 4000 kostet die. Ja, ich sammle die ja auch irgendwie mal, aber Ziegenmilch. Ich brauche doch Ziegenmilch, oder? Für das Center hier. Warte mal, wo war das hier? Ja, große Ziegenmilch.
Ja, dann kaufe ich die einfach mal. Ich hau mal wieder ein bisschen Geld auf den Kopf hier. Auch wenn das teuer ist, aber ja. Ich will es haben. Ich habe mir es in den Kopf gesetzt. So, den Rest, den brauche ich nicht. Ach, ja, aber ich muss mal gucken. Ich bin mir 100% sicher. Nee, das war hier nicht. Tresor auch nicht. Nee, Granatapfel, Hasenpfote. Falls wir mal eine Hasenpfote hätten oder eine Nautilusel. Nautilus-Muschel, dann bitte auch. Die kaufe ich auch für jeden Preis. So, um jeden Preis. So, jetzt hören wir mal, wenn wir schon da sind, können wir auch gleich rüberreiten. So, ja, ich kann nicht von Pferd aus hier was bedienen. Schade eigentlich. So. Ja, ich angel mir jetzt einen Schleim. Meinst du, wäre interessant, euch vom Schwert aus, genau. Vom Pferd aus das Schwert schwingen kann. Müsste doch eigentlich gehen. Naja. Es ist Stardew Valley, aber es ist kein hier irgendwie Mittelalter-Kampfspiel. Deswegen muss es nicht unbedingt gehen. Aber ich bin wirklich so froh, dass wir jetzt das Pferdchen haben. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, blub. Harz und Schleim. Ja, wir kommen so auch durch den Händler zu Sachen hier. Wir brauchen noch nicht mal Tiere. Weil ich glaube, so schnell klappt es nicht. So schnell, wie wir das Geld jetzt immer für Sachen rausklatschen. Ja, ich bin eigentlich selber schuld, ne? Aber da hätte ich jetzt noch mehr zu tun mit den Tieren und im Winter. Das hat eigentlich eh keinen Wert. Ich überlege mir das einfach noch sehr intensiv. Ob sich das lohnt, ob ich die Tiere da schon anschaffen sollte. Weil ich habe ja nicht so viel Heu jetzt hier da. So, jetzt probiere ich das mal. Nee, vom Pferd aus geht das nicht. Ja, ich hoppe da immer vom Pferd runter. Also rechts oder links klickt, ist egal. Man hüpft dann ab. Galopp, 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 galopp. Nervt ja gar nicht, ne? Nee. So. Galoppel, 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 galoppel. So, da ist was reif. So. Amaranth. Das ist so wie Mohn, so ganz fein hier, das Gepulver hier. Wieder mal durch die Felder laufen, dass wir hier alles bestellt haben. Ich habe drei Krähen verjagt. Ah ja, da warst du nicht sehr aktiv, aber okay. Solange keine Krähen zu vermelden sind, ist mir das auch recht. Die brauchen wir nämlich nicht. Die haben ja schon mal Obst zerstört. So, plupp. Harz, das hier rein, das hier rein. Und ansonsten nichts mehr rein. So, wie war das? 200 Steine, ne? Ja, jetzt nehme ich wieder alles in die Hand. 208. 200 Stein. Und 500 Holz. Nee, Moment, so nicht. Und eins noch. Dankeschön. Das hat jetzt geklappt. Das Hartholz brauchen wir nicht mehr. So. Quack. Bin ich gerade so ein bisschen verwundert. Was kann ich mit dem Wein noch machen? Ich glaube eigentlich gar nichts außer verkaufen. Falls es jemand weiß, kann das mir gerne in den Kommentaren hinschreiben. Was kann man noch so mit Wein auch, anstellen? Aufstellen, ja, genau. So, galopp, 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 galopp. Tja, jetzt brauchen wir den Zug eigentlich auch nicht mehr. Galopp, 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 galopp. Ach, wieder mal nur Müll drin. Unglaublich.
Ja, tatsächlich, hier ist Müll drin. Das hängen wir dann die Angel zurück hier. So. Und dann wieder auf mein kleines Pony. Servus. Na, wie geht's euch so? Moment, ich sehe hier was. Ich brauche mal dann meine Hacke hier. Ach, schade, kein Buch. Das wäre jetzt günstig gewesen. So, wenn die da unten stehen, kann ich doch mal wühlen. Ah ja, genau, Gras hier mal in der Erde rum. Weiß nicht, ob das schmeckt, aber ja. So, erstmal gehen wir hier rein, brechen die Geoden nochmal auf. Geoden aufbrechen. Die zwei normalen Geoden hier. Ah ja, Schlammstein. Das haben wir schon, denke ich mal. Aber wir machen mal weiter hier. Das haben wir auch schon. Ein Pyrit. Pyrit-Papagei. Ja, ich habe zu Monkey Island gespielt. Die Trommel haben wir auch schon. Okay, naja, dann haben wir eigentlich nichts Neues. So, wir gehen trotzdem erstmal zu Gander und checken das Ganze ab. Dann können wir hier noch ein Buch lesen. Servus. Was hier um Spenden? So, ja, das ist dieses komische Ding hier. Ah, endlich mal eine neue Belohnung. So, wie viele Fossilien fehlen eigentlich noch? Der untere Tisch hier noch komplett. Da noch ein bisschen was, da noch. Und hier passt auch noch was drauf. Okay, der Rest können wir alles verkaufen. So. Du hast eine Belohnung, habe ich gehört. Was ist denn das? Oh, noch eine Vogelscheuche. Das ist die 7. von 8. Okay. Sieht aus wie so eine Maus oder so eine Ratte. Ach. Servus. Endlich ein wenig Zeit für mich selbst. Ah, das sagt jetzt tausendmal. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür, verborgen in der Dunkelheit, konnte sie aber nicht öffnen. Gunda. Okay, die kennen mich schon, die haben wir mit einer Batterie geöffnet. So, jetzt haben wir hier noch Bücher. Also ich glaube mal, dass wir da noch Bücher hinpacken können. So, und weiter geht's. An den Strand. An den Strand, genau. Schade, dass man vom Pferd aus das nicht aufsammeln könnte. Da könnte man sich doch Zeit sparen. Also immer absteigen hier. So, da haben wir Segel. Koralle. Gut, okay. Ja, da kannst du auch nichts hier. Und außerdem Salzwasser und Sand ist nicht so toll hier zum Essen. Galoppel, 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 galoppel. Sag mal, was haben wir eigentlich noch? Lieferung? Ja gut, das ist das Amethyst-Dings da. So. Ups. Muss man umparken. Ah, Mensch. Okay. Ma. Ich will doch da rein. Hallo. So. Jetzt hat's geklappert. Manchmal ist es schwierig. So. Ja, knapp unter 20.000. Ja, Leute, da haben wir doch gerade gar nicht mehr genug Knete. Fällt mir gerade auf. Mist. Warte mal, haben wir irgendwas? Natürlich, den Wein, den können wir noch verkaufen. Ah, Elliot, Servus. So, ganz schnell hier nochmal rein. So, Wein. Jawohl, jetzt haben wir da über. Ja, das Milchdings hat uns natürlich reingerissen ins Konto. Ja, gut, und jetzt würde ich sagen, machen wir mal kurz eine Pause. Ich stelle es mal hier auf Stopp. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.